So Leute, ich melde mich mal nach einer kleinen Pause zurück. Und zwar die Pyro-Saison fängt jetzt an. Wir haben Mitte September und ich dachte, ich mache eine kleine Raritäten-Tour und habe hier so ein paar Sachen zusammengetrammelt. Und zwar hier China-Knaller von Weco mit dem alten Warenzeichen und Übergangslogo. Keller, Schnabelle A, schwarzes Backlabel, Black Hat, Feistel. Letztbekanntliche Ausführung, Schnabel B von Komet mit dem Hersteller NN. Mopiep, Feistel, seltene Ausführung, Keller, Pyrokicker, auch eine etwas älteren Ausführung. Und hier haben wir mal Superbälle A bzw. Schnabel A von Feistel in der letzten Ausführung von Feistel. Ja, wir fangen einfach mal an. Pyrokicker, vorne zugestopft, hinten die Wandung. Ja, relativ gut und fangen wir an. Sehr gut. Machen wir gleich noch ein. Sehr gut. So, als nächstes Black Hat, Feistel. Die sind auf jeden Fall noch empfehlenswert. Hinten zugestopft, vorne zugestopft. Sehr fette Teile. Ja. Von denen kann ich euch auch mehr versprechen. Sehr gut. So, machen wir noch ein. Schnipsel ohne Ende. Einfach nur geil. So. Als nächstes haben wir hier Keller. Vorne zugestopft. Hinten die Wandung auf jeden Fall besser als die heutigen. So. Auch gut. So. Wie gesagt, noch ein. So, als nächstes haben wir Bopi Feistel in der seltenen Ausführung und sie sehen so aus, sehr hart verarbeitet, extrem gute Verarbeitung, vorne zugestopft, von denen erwarte ich auch gute Zerlegung. Ja, war mir klar, vielleicht noch ein. So, als nächstes machen wir mit dem Schnabel A weiter von Keller. Vorne zugestopft, hinten verklebt mit einer guten Wandung. Sehr gut. Gleich noch ein. So, als nächstes haben wir eine sehr gute Qualität. Feistel mit dem Tannenwaldlabel. Und die sehen sowas von perfekt verarbeitet aus. Also man kann nirgendwo eindrücken, keine weiche Spur zu entdecken. Vorne, guckt euch das mal an. Was für eine Verarbeitung. Hinten eine Wandung, die man auf jeden Fall nicht mal ein bisschen zusammendrücken kann. So. Und diese Bälle haben es noch wirklich außerordentlich drauf. Das könnt ihr auch gerne sehen.
So, ich hol das mal rein jetzt. Also heutige Debo, der kann davon eine Runde abschneiden. Machen wir noch ein. Sehr gut. So. Schnabeler B. Hersteller NN. Non-High Native. Und wie ihr wisst, NN gehört zu den besten Herstellern von Komet. Mit einer guten Verarbeitung. Hinten fette Wandlung. Und also die Böbeler, die Böbeler von Komet unterscheiden sich auf jeden Fall. Das werden wir jetzt sehen. Ah, da war jetzt nicht so gut. Und dann gleich noch ein. So. Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und abonniert weiterhin meinen Kanal und demnächst werden noch einige Böller-Videos hochgeladen. Und dann ging es besser, werden auch andere Feuerwerksartikel hochgeladen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann.